Ja, und geht eure Schritte dieser Tage unbedingt. Wenn man gewisse Schritte auslässt oder unbewusst verweigert, kommt es auf der Ebene immer dicker. Es wird dann einfach immer drastischer, immer schlimmer. Wer diesen Weg einmal geht, der kann dann gar nicht mehr anders. Schritte, die getan werden müssen, müssen getan, gegangen werden. Und noch etwas anderes, ich versuche gerade umzudenken. Ich könnte jetzt denken, die Menschen hier in der Region Zürich kommen sehr schwer hoch. Das zum Teil schmutzige Gold da in der Erde, aus dem Dritten Reich noch, Mafia-Gold, von überall her in der Welt. Scheinbar seit Ende 2016 auch aus der Ukraine, weil die neue Regierung weiß ja nicht, wo das Gold geblieben ist, das es da vorher mal gab. Wer da auch seine Hände, seine Finger mit im Spiel hatte, steht auf dem anderen Blatt, möchte ich jetzt hier erstmal nichts zu sagen. Weiß ich auch nicht genau, aber sind Informationen, die ich auch schon mal erhalten hatte. Ich versuche auch umzudenken und nicht zu denken, hier in den Schulsystemen, gerade wo die unbequemen Kinder und Jugendlichen drin sind, haben die Eliten dermaßen ihre Finger im Spiel, Freimaurersymbole beispielsweise, sind zu finden. Und die Leiter der Schulen, ihre Handlanger, überwiegend denke ich sogar unbewusst, stehen ja auch unter Druck, sind da einfach eingewoben, energetisch. Also ich versuche umzudenken und zu denken, die Menschen kommen hier auch hoch, dennoch, trotz der Erschwernis, denn das in der Erde wirkt sich schon aus. Energetisch und so weiter. Oder eben auch die Schulsysteme sehr stark infiltriert, einfach in der Hand. Ich versuche umzudenken. Auch dort ist Veränderung unausweichlich. Auch dort geht es nach oben. Ich meine, da sind Kinder und Jugendliche drin und sie tragen es in sich. Sie bringen das ja mit. Für die neue Zeit.